Ich rede hier oft darüber, was ich alles gemacht habe, um einigermaßen erfolgreich abzunehmen und im letzten Jahr 75 Kilo loszuwerden. Und ich denke, da sind auch eine ganze Menge wertvoller Tipps dabei. Worüber ich aber so gebündelt selten rede, sind die Dinge, die ich nicht gemacht habe, um abzunehmen. Ja, das ist schon mal hier und da verstreut in meinen bisherigen Videos aufgetaucht, aber ich habe es noch nie so klar und deutlich gesagt wie in diesem Video. Und darum soll es heute auch genau gehen. Sechs Dinge, die ich nicht gemacht habe, um abzunehmen. Und bevor der große Aufschrei kommt und die Kommentare von Menschen geflutet werden, die mir sagen wollen, dass diese Dinge ja sehr wohl sehr hilfreich sind, ich habe nie etwas anderes behauptet. Ich glaube schon, dass all diese Dinge, die ich aufzähle, helfen können oder für andere Menschen hilfreich sein können, aber sie waren es einfach nicht für mich. Und es geht hier darum, dass ich meine Erfahrung teile und meinen Weg. Das ist, wenn ihr etwas von dieser Liste macht oder alles. Und das hilft euch. Und ihr könnt das machen, ohne euch dazu irgendwie überwinden oder zwingen zu müssen. Herzlichen Glückwunsch. Ich habe absolut nichts gegen euch. Ich glaube euch. Ich finde das gut. Es ist einfach nicht mein Weg. Ich glaube, der erste Punkt ist tatsächlich der, auf den ich am meisten in den Kommentaren angesprochen werde. Ich zähle keine Kalorien. Ich kann euch meinen Grundumsatz nicht sagen. Ich kann euch mein Kaloriendefizit nicht sagen, außer dass ich es offensichtlich habe, weil ich sonst nicht seit über einem Jahr abnehmen würde. Und ja, ich habe keine Ahnung davon. Ich habe natürlich ein Gefühl und ein Wissen davon, welche Dinge hochkalorisch sind, welche nicht, welche viel Zucker enthalten, viel Kohlenhydrate, viel Fett, viel Proteine. Das habe ich auf dem Schirm. Aber es ist halt eher eine grobe Ausrichtung, die ich da habe und nicht irgendwie etwas, was ich genau an Zahlen festmachen kann. Und auch hier wieder, es kann sein, dass Kalorienzählen für andere Leute super wichtig ist, dass sie einfach diese Kontrolle brauchen und dass sie vielleicht auch genau darüber ein Gefühl dafür entwickeln, welche Dinge hochkalorisch sind und welche nicht. Für mich war es das bisher halt einfach nicht. Ich war nicht darauf angewiesen und ich sehe mich auch nicht an einem Punkt, wo ich darauf angewiesen sein werde. Ich bin halt eher auf andere Dinge angewiesen, wie zum Beispiel ein gutes Gefühl dabei, Dinge einordnen zu können. Aber ja, ich zähle keine Kalorien, ich habe nie Kalorien gezählt und ich habe auch nicht vor, Kalorien zu zählen. Auch das ist einer der größten Punkte, die immer wieder in den Kommentaren auftauchen und die natürlich auch bei vielen Abnehmtipps und Abnehmseiten und Abnehm-Channeln auf YouTube auftauchen und bei Fitnessgurus Low Carb. Ich esse zu viele Kohlenhydrate, wenn man jetzt davon ausgeht, dass ich wirklich gezielt abnehmen möchte. Das weiß ich. Ich esse aber auch gerne Kohlenhydrate, so wie wahrscheinlich die meisten. Ich habe mich einfach darauf konzentriert, in Anführungsstrichen gute Kohlenhydrate zu essen, beziehungsweise keine leeren Kohlenhydrate. Das heißt, wenn ich selbstverständlich mein Brot esse und meine Brötchen und Nudeln und so, ich achte darauf, dass das alles Vollkorn ist. Und das führt dazu, dass ich quasi indirekt weniger Kohlenhydrate esse. Würde ich ein Brot machen aus 500 Gramm Weißmehl, wären fast diese kompletten 500 Gramm Kohlenhydrate. Mache ich ein Brot aus 500 Gramm Vollkorn, dann habe ich halt noch diese ganzen Ballaststoffe, Spurenelemente und was weiß ich nicht, auch alles dabei, die halt einen Teil dieser 500 Gramm ausmachen. Das heißt, der reine Kohlenhydratanteil ist geringer. Das sind immer noch viele Kohlenhydrate und auch das, was ich esse, sind immer noch viele Kohlenhydrate, aber ich weiß auch einfach ganz genau, und das habe ich auch schon in den vergangenen Videos gesagt, würde ich versuchen, Low Carb zu essen, würde ich scheitern. Das würde einfach nicht funktionieren. Und ich sage auch hier wieder nicht, Low Carb ist Unsinn. Wenn ihr Low Carb essen könnt und abnehmen wollt und das für euch kein Problem ist, dann denke ich, solltet ihr das auf jeden Fall probieren. Mein Weg ist es halt einfach nicht. Etwas, was ich auch versucht habe zu vermeiden, ist, dass ich übereskaliert bin. Ich habe meine Ernährung relativ drastisch von einem Tag auf den anderen umgestellt. Aber ich wollte halt nicht in den Supermarkt rennen und mir irgendwie Berge von frischem Obst und frischem Gemüse holen und quasi mir selber den Druck auferlegen, dass das jetzt meine neue Richtung ist. Ich wollte, dass es etwas Selbstverständliches hat und etwas fast schon Nebensächliches für mich. Ich wollte es vollkommen in meinen Alltag integrieren, von Anfang an. Das heißt, ich bin eben nicht übereskaliert. Das Einzige, was ich tatsächlich gemacht habe, war, dass ich mir eine neue Waage gekauft habe. Und das eigentlich auch nur aus einem Grund. Ich wollte halt quasi wissen, wie viel ich abnehmen kann. Und meine alte Waage, ich hatte zuvor schon eine Waage, die ging nur bis 180 Kilo. Und als ich da mit meinen 189 Kilo, was ich ja zu dem Zeitpunkt nicht wusste, draufgestiegen bin, kamen nur Fehler. Also wusste ich offensichtlich, okay, die 180 Kilo reichen nicht mehr. Und dann musste ich mir eine Waage kaufen, die jetzt bis 250 Kilo geht, draufgestiegen 189 Kilo. Herzlichen Glückwunsch. Aber das habe ich halt versucht, nicht als Anlass zu nehmen, um über zu eskalieren, sondern habe wirklich versucht, das irgendwie nach Augenmaß zu machen
und alles so zu machen, dass es für mich alltäglich werden kann und dass es zur Gewohnheit werden kann. Das Thema Gewohnheit zieht sich ja durch mein neues Essverhalten komplett durch. Wer die anderen Videos gesehen hat, der wird das, glaube ich, merken, dass das ein sehr wichtiger Punkt für mich ist. Und das war halt quasi einer der Grundsteine dafür, dass ich nicht in meiner initialen Motivation, mein Leben auf links zu drehen, direkt versucht habe, irgendwie alles auf einmal zu machen und mir eine unrealistische Perspektive zu geben. Wo ich gerade schon beim Punkt mit der Waage war, ich habe mir auch kein Ziel gesetzt. Auch da weiß ich wieder, das ist ein Punkt, der ist für viele Leute super wichtig. Die müssen wissen, die müssen ein Ziel haben, die müssen sagen, ich möchte 20 Kilo abnehmen, ich möchte 5 Kilo abnehmen, ich möchte 50 Kilo abnehmen, was auch immer für euch zutrifft. Und für viele Leute ist das einfach super wichtig, dass sie einen Punkt haben, auf den sie zuarbeiten können. Und das verstehe ich, das kann ich absolut nachvollziehen. Aber auch hier wieder, mir hätte das nicht geholfen. Mir hätte das unnötigen Druck gemacht. Und ich glaube auch, dass mir das vor allen Dingen vor Augen geführt hätte, wenn ich dieses Ziel erreicht habe, kann ich aufhören. Und auch das ist eine Sache, die ich schon viele Mal auf diesem Channel gesagt habe. Ich möchte keine Diät machen. Ich möchte mein Essverhalten dauerhaft ändern. Ich esse seit 13,5 Monaten komplett anders. Da haben sich sicherlich im Laufe dieser 13,5 Monate auch nochmal einige Dinge verändert und ich habe ein bisschen feinjustiert. Aber grundsätzlich bin ich auf meinem Weg geblieben. Und es geht mir nicht darum, eine Diät zu machen und etwas zu machen, womit ich aufhören kann, wenn ich ein Gewicht erreicht habe. Deswegen habe ich mir von Anfang an gesagt, mein Ziel ist nicht das Gewicht, mein Ziel ist, gesünder zu leben, gesünder zu essen, gesünder zu sein. Und damit ging dann einher, dass ich abgenommen habe. Das wusste ich auch von Anfang an, aber ich habe es nicht als Ziel genommen. Und wie gesagt, es gibt Leute, für die ist das super wichtig. Allerdings finde ich es auch da immer kritisch, so einem Gewicht hinterher zu rennen. Das heißt nicht, dass es bei euch irgendwie kritisch ist. Ich finde nur, dass man es einfach mal hinterfragen sollte. Ich habe neulich den schönen Spruch gehört, eine Maßeinheit, also wie zum Beispiel das Gewicht, ist eine schlechte Maßeinheit, wenn sie das Ziel wird. Wenn euer Ziel ist, 20 Kilo abzunehmen und ihr stellt nach diesen 20 Kilo fest, ihr seht nicht so aus, wie ihr euch vorgestellt habt, dass ihr nach diesen 20 Kilo aussieht. Vielleicht seid ihr zu dünn geworden sogar. Vielleicht seid ihr nicht so schlank, wie ihr euch das vorgestellt habt. Vielleicht verteilt sich einfach bei euch das Gewicht anders am Körper. Vielleicht habt ihr eine andere Figur. Dann hilft dieses Ziel nicht, dann hilft diese Maßeinheit nicht. Von daher finde ich, sollte man solche Maßeinheiten immer kritisch hinterfragen und darauf achten, dass sie nicht das Ziel der Reise sind, sondern diese quasi nur ein bisschen begleiten und dokumentieren. Und so mache ich das mit meinem Gewicht. Denn ja, ich wiege mich fast täglich, immer noch, auch nach über einem Jahr noch. Aber das Gewicht ist nicht mein Ziel. Auch eine der größten Kontroversen, die auf diesem Channel besteht und wo ich auch viel Input von euch kriege, ist, ich habe keinen Sport gemacht. Ich weiß, dass Sport wichtig ist. Ich weiß, dass mir Sport gut tun würde. Ich habe einfach noch keinen Sport gefunden, der, wie sage ich das jetzt vorsichtig, den ich mag, der mich nicht komplett ankotzt, wo ich nach einem Training das Gefühl habe, dieses, was ja von vielen Leuten immer beschrieben wird, dieses, wow, jetzt habe ich das Gefühl, ich habe was geschafft, ich habe einen Adrenalinschub, ich fühle mich gut. Das hatte ich bisher bei keinem Sport. Und ich habe auch das oft gesagt, ich bin mittlerweile an einem Punkt, wo ich mit Sport wieder anfangen muss. Und das wird tatsächlich auch in Zukunft ein Thema auf diesem Channel. Ich habe dazu schon ein paar Ideen, Projekte im Kopf, die ich dann angehen werde, wo ich im Moment dabei bin, die zu planen, auch zeitlich. Aber das Thema Sport wird größer. Ich möchte der Sache nochmal einen Anlauf geben, aber bisher habe ich 75 Kilo abgenommen, ohne Sport zu machen. Das finde ich auch okay. Aber ich weiß auch, dass Sport wichtig ist. Das habe ich nicht verdrängt und vergessen. Und ich würde auch niemandem dazu raten, ohne Sport abzunehmen, wenn ich ehrlich bin. Aber es ist möglich. Über diesen Punkt habe ich bereits ein komplettes Video gemacht, deswegen möchte ich mich hier relativ kurz fassen. Ich habe nicht verzichtet. Das heißt, ich habe meine komplette Einstellung zum Thema Ernährung und zu meiner bisherigen Ernährung und zu meiner neuen Ernährungsform wirklich gründlich überdacht und bin zu dem Entschluss gekommen, dass ich nicht das Gefühl haben darf, dass ich mit Verzicht durch die Welt gehe, dass ich nicht dem Schnitzel und der Pizza hinterher trauere, sondern mich versuche an den Dingen zu erfreuen, die ich im Moment esse. Und das funktioniert sehr gut.
Wenn ich das Gefühl habe, dass ich verzichte, habe ich einen unglaublichen negativen Druck im Hintergrund. Und diesen negativen Druck, den kann ich nicht gebrauchen. Ich bin ein Mensch, ich bin da sehr empfindlich, was sowas angeht. Das sage ich ganz ehrlich. Und wenn ich diesen negativen Druck habe, gerade bei so einem Thema, wo bei mir auch noch eine Esssucht mit reinspielt und Gewohnheit mit reinspielt und eine Depression mit reinspielt, ja, dann wird es echt kritisch. Dann kann negativer Druck dazu führen, dass ich scheitere. Von daher war mir von Anfang an klar, dass ich an meiner Einstellung arbeiten muss, dass das eigentlich sogar der Schlüssel für alles ist. Und das habe ich getan. Von daher versuche ich jeden Tag nicht daran zu denken, auf was ich heute verzichte, sondern an das zu denken, was ich heute schaffen kann. Und was ich an jedem Tag schaffen kann, ist, einen weiteren Tag mit einer guten und besseren Ernährung zu verbringen. Und wenn ich diesen Tag geschafft habe, dann freue ich mich abends. Und dann mache ich das am nächsten Tag einfach nochmal genauso. Ohne Verzicht, ohne Hinterhertrauern, ohne daran zu denken, was ich nicht mehr alles essen darf oder kann oder soll, sondern mich einfach an den Dingen erfreuen, die ich essen kann. Das klingt sehr simpel, das ist auch sehr simpel, das ist kein großer Trick. Ihr könnt gerne in das Video dazu nochmal reinschauen. Aber im Prinzip geht es mir nur darum, dass ich nicht das Gefühl habe, irgendwie irgendetwas entbehren zu müssen. Ich weiß, dass bei diesen Tipps viele kontroverse Themen dabei sind. Ich weiß, dass bei diesen Tipps viele Dinge dabei sind, die im Kern funktionieren und auch gesund sind und gut sind. Und ich kann es an dieser Stelle wirklich nochmal wiederholen. Ich habe nichts dagegen. Es geht mir nicht darum, dass ich sagen möchte, diese Dinge funktionieren nicht. Es geht mir nur darum zu sagen, dass diese Dinge zumindest bisher nicht Teil meines Weges waren, weil sie eher das Potenzial erhöht hätten, dass ich scheitere, anstatt mir dabei zu helfen, gesünder zu leben und abzunehmen. Das ist alles, was ich sagen möchte. Was ich auch mit diesem Video möchte, ist vor allen Dingen einfach mal euch anzuregen, darüber nachzudenken, was euer Weg ist. Wir haben meistens bei solchen Vorhaben sehr, sehr, sehr strenge Wege im Kopf, wie wir meinen, wie das ablaufen muss. Ja, ich muss dann, ich darf dann dies und das nicht mehr und ich muss jenes und weiß ich nicht was. Wir haben sowas einfach im Kopf, so sind Menschen gestrickt. Und ich möchte euch einfach nur dazu anregen, mal einfach darüber nachzudenken. Ob wenn ihr jetzt an eure gescheiterten Abnehmversuche denkt, wenn ihr daran denkt, wie ihr jetzt versucht abzunehmen und gesünder zu leben oder wie ihr es vielleicht vorhabt, ist das euer Weg? Ich weiß es nicht. Ich kann nicht sagen, ob das, vielleicht ist euer Weg genau bei diesen Tipps dabei. Ich möchte euch einfach nur dazu ermutigen, einfach mal kritisch zu hinterfragen und wirklich mal euren Blick zu weiten und euch zu fragen, habt ihr wirklich alle Optionen abgedeckt? Habt ihr über alles nachgedacht, was ihr machen könnt? Das möchte ich mit diesem Video erreichen. Von daher sagt es mir auch super gerne in den Kommentaren. Habt ihr euren Weg gefunden? Habt ihr vielleicht gerade durch dieses Video festgestellt, oh, eigentlich könnte ich doch nochmal meinen Blick halt ein bisschen weiten. Ich könnte ein bisschen offener sein und vielleicht nochmal andere Dinge ausprobieren. Vielleicht ist mein Weg gar nicht mein Weg. Sagt es mir gerne in den Kommentaren. Ich freue mich immer über euer Feedback. Was ihr natürlich auch machen könnt, und das wisst ihr, ihr könnt diesem Video den Daumen nach oben geben. Ich frage da nicht so gezielt nach, weil ich da mich einfach über eine hohe Zahl freuen möchte. Je mehr Daumen nach oben meine Videos kriegen, desto mehr Leuten werden sie vorgeschlagen. Und vielleicht ist bei diesen Leuten einfach genau eine Person dabei, die so ein Video gerade mal sehen muss, um ein bisschen Unterstützung und ein bisschen Inspiration und Motivation zu erfahren. Von daher gerne den Daumen nach oben. Genau das gleiche gilt auch für ein Abo. Das hilft meinen Videos auch, dass sie weiter gestreut werden. Und wie gesagt, vielleicht ist einfach irgendwo dann eine Person dabei, der dieses Video aufgrund eures Likes und eures Abos vorgeschlagen wird, der das wirklich hilft. Ihr könnt mir gerne auf den sozialen Netzwerken folgen. Ihr könnt mich gerne unterstützen auf Patreon mit einer Kanalmitgliedschaft, auf Ko-fi. Ihr könnt was im Shop kaufen. Das ist alles unten verlinkt, Leute. Wenn ihr mich auf diese Art und Weise unterstützt, hilft mir das, mehr von diesen Videos zu machen und vielleicht auch so anderen Menschen zu helfen. Dann bedanke ich mich jetzt wirklich recht herzlich für eure Aufmerksamkeit, dafür, dass ihr dieses Video geschaut habt. Und ich würde einfach sagen, ihr seht mich im nächsten Video.